In der Geheimdienstaffäre sorgen neue Vorwürfe für politischen Wirbel. Neben den USA soll auch Großbritannien in Berlin eine eigene Spionageeinrichtung betreiben. Die Tageszeitung The Independent berichtet über einen Horchposten auf dem Dach der britischen Botschaft. Das Blatt stützt sich auf Dokumente, die von dem US-Informanten Snowden stammen. Der britische Botschafter wurde heute zum Gespräch in das Auswärtige Amt gebeten. Nach den USA nun auch Großbritannien? Auch auf dem Dach der britischen Botschaft soll es einen Lauschposten geben. Hinter weißer Schutzhülle soll sich sensible Spähtechnik zum Abhören von Internet und mobiler Kommunikation befinden, berichtet die britische Zeitung The Independent. Einen endgültigen Beweis präsentiert das Blatt aber nicht. Selbst wenn es ein Faktum ist, dass da Spionageeinrichtungen sind, heißt noch nicht, dass sie die Kanzlerin abhören, dass sie den Abgeordneten Ströbler abhören oder sonst jemand im Regierungsviertel. Aber natürlich liegt der Verdacht nahe. Von Seiten der Botschaft heute kein Kommentar. Sie sei schon seit Juli verstärkt im Visier der Spionageabwehr, heißt es heute beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Bekannt ist, dass der britische Geheimdienst GCHQ eng mit der NSA zusammenarbeitet. Sollte er Deutschland als EU-Partner ins Visier genommen haben, sei dies nicht akzeptabel, meint Hans-Peter Uhl, der für die Union im parlamentarischen Kontrollgremium für die Geheimdienste sitzt. Wir leben mittlerweile in einem gemeinsamen europäischen Haus. Und in einem gemeinsamen Haus lauscht man nicht an der Wand zum Nachbarn. Das gehört sich nicht. Und deswegen meine ich, dass wir dringend eine Hausordnung brauchen für das Europäische Haus. Man habe den britischen Botschafter um Aufklärung gebeten, heißt es im Auswärtigen Amt. Anders als der US-Botschafter vor einigen Tagen sei er aber nicht einbestellt, sondern um das Gespräch gebeten worden. Über seine Antworten will die Bundesregierung das Parlament morgen unterrichten.